everything changes. Halli, hallo, hallöchen, wir sind da wieder in Sosnovka LS15 mit der PS4 am Spielen. Das letzte Mal haben wir uns einen Traktor gekauft, haben unseren Schlüter verkauft und ein Same, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, ich denke schon, SAME mit 190 PS gekauft, gegönnt. Preis-Leistung ist noch sehr gut. Das war der, was wir uns leisten konnten. Und dazu haben wir uns noch vom Zunhammer den Gülle-Anhänger gekauft mit dem passenden Grober zum Hinten montieren. Das haben wir schon getestet auf dem Feld. Und heute wollen wir, oder jetzt wollen wir noch einen Miststreuer kaufen. Das brauchen wir noch für unseren Kuhstall, damit wir den Mist wegbringen können, aufs Feld streuen. Ich bin da gerade noch bei der BGA, ich befülle da gerade noch die Anlage. Es kommt da noch ein, zwei Euro dazu, damit wir da unserem Anhänger kaufen können, den Miststreuer. Den Güllewagen, den können wir hier eigentlich gut bei der BGA auch brauchen, mit dem Grober hinten dran. Können wir nämlich gleich wieder hinterher Mais anbauen, was wir auch tun werden. Ich schmeiß noch eine Schaufel rein und dann werden wir uns mit dem Traktor zum Händler begeben und den Miststreuer abholen. Wir können zwar noch keinen Mist einfüllen, weil der Zetor irgendwo hier hinten rumsteht. Aber Moment mal, ich könnte eigentlich den Zetor nehmen und gerade... Ich nehme doch den Zetor, jawohl. Da sind wir noch am Häckseln, ich habe da angefangen. Da steht das neue Teil. Der ist fertig. Der ist da am Mais sehen, jawohl, das funktioniert, da haben wir das mit den Güllewagen schon eingebracht, die Gülle. Da müssen wir nichts mehr düngen. Da ist der Zetor. Ich wollte eigentlich da noch ein Feld vergrößern. Deswegen den Flug hinten dran. Aber ich könnte den ja eigentlich gerade mitnehmen zum Händler. Und da den Miststreuer mitnehmen. Genau so machen wir es. So, die Schilder fallen hier nicht um, wenn wir sie anfahren. Da können wir einfach drüber fahren, so. Sie sind, hinprojiziert wie im Science-Fiction-Film. Ne, es funktioniert einfach. Ich kann einfach über alles drüber fahren. Außer über die Fahrzeuge. Hallo Kumpel. So, und schon sind wir beim Händler. Jawohl. Das war eine kurze Strecke. So, wir müssen eigentlich gar nicht reingehen. Wir können gleich hier draußen bleiben. Miststreuer, genau. Und zwar habe ich mir angeschaut, den von Bergmann. Der ist ja gut und schön. Schön klein. Passt aber bloß 6800 Liter rein. Und den von Ursus, der gefällt mir eigentlich gut. Da passen 15.500 rein. Brauchen wir 150 PS, haben wir. Und den nächsten von Strautmann, da brauchen wir 220 PS. Den können wir nicht mehr ziehen. Also kaufen wir doch den hier. Wir haben zwar an unserem wow. Ha, mit Holz beplankt. Schöne fette neue Räderchen. Kein Nummernschild brauchen wir hier eh nicht in Sosnovka. Jawohl. Wow, da kann ich sogar rein. Da sind
wird es so nach hinten gedrückt und wird da durchgehäckselt und fliegt hinten wieder raus. Das werden wir dann noch ausprobieren, ob wir das heute gerade ausprobieren. Ich weiß nicht, welches Feld, ehrlich gesagt. So, den nehmen wir mit. Leer sollte der Zetor das da auch schaffen. Voll weiß ich nicht. Der hatte bloß so, weiß gar nicht, wie viel PS hat der? 100 oder so. Und 150 brauchen wir, aber ich sag mal, Mist, das wird eh nicht so schnell voll werden. Ich weiß nicht, wie voll es jetzt eigentlich schon ist. Wir haben noch nie ausgemistet, deswegen habe ich auch noch keinen Miststreuer. Wir können das natürlich mit den Zetor, können wir das beladen. Das ist kein Problem, nur aufbringen aufs Feld können wir das nicht mit den Zetor. Das funktioniert nicht. Also ich habe es nicht ausprobiert, aber jetzt einfach zu wenig PS laut den Angaben. So wollen wir gleich, wir fahren wieder durch den Kuhstall. Das ist immer so schön da, unsere Kühe da am Fressen zu sehen. Die glücklichen Kühe von Sosnovka. So, ah, jetzt weiß ich, was ich noch kaufen wollte. Okay. So, wo stellen wir das gute Teil denn hin? Ja, es ist noch nicht so, damit es da der Misthaufen voll ist. Wir können den hier noch einparkieren. So, das wird doch nichts. Ich sehe es schon kommen. Der lenkt dann hinten noch mit. Wer lässt sich denn sowas einfallen? So, Misttechnik haben wir auch. Jetzt haben wir noch 10.000 auf dem Konto. Mir ist eingefallen, wir brauchen doch noch ein Mähwerk haben wir schon. Ein Mähwerk haben wir schon. Wir brauchen aber noch was zum Heu machen. Puh, das kostet. Ja, auf jeden Fall müssen wir noch Heu machen können. Der Schwader kostet 17.000 und der Zither kostet 10.000. Ja, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Nächstes Mal müssen wir Heutechnik kaufen, damit wir da Heuballen machen können für unsere Kühe, damit die da bald mal auf 100% Leistung oben sind. Das ist etwa die nächste Anschaffung und dann habe ich eigentlich alles so in etwa, was wir etwa brauchen. Dann heißt es nur noch vergrößern. Größere Maschinen. Aber ob es denn noch so weit kommt, ob wir dann noch weiterspielen, nachdem der LS17 rausgekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wow. So wollte ich euch das zeigen. So macht man das eigentlich nicht. Jawohl. Und wir nehmen eigentlich unseren guten Traktor hier, den neuen. Nehmen den mit. Ich dachte, ich hätte das da alles aufgefüllt. Ist das jetzt eigentlich leer bei den Kühen? Wahrscheinlich ist das Güllegrube schon leer. Ich glaube, es kommt ein Auto. Ja. Lassen wir den noch kurz durch, ne? Mache ich immer so. So fahre ich auch in Wirklichkeit. So, wir nehmen den Gülle-Anhänger da gleich mit. Wir fahren da gerade zur BGA. Da können wir eigentlich den noch auffüllen und gehen dann zum Häcksler. Genau, nehmen uns die Anhänger. Er kann häckseln und wir fahren schnell das Zeug in die BGA. Und nachher können wir da dann noch gerade grubbern und Gülle einbringen. Genau, und dann können wir nachher hier wieder Mais ansehen. Das ist doch ein guter Plan. So, Gras und Bäume, soweit das Auge reicht. Eigentlich noch eine schöne Landschaft hier.
bisschen hügelig, aber nicht zu krass. Im Hintergrund schon. So. Warte mal, wo fahren wir denn da rein? Wir fahren hinten rum. Wir nehmen den Hintereingang, den Dienstboteneingang. So, da können wir nämlich hier rum. Ich habe das noch gar nicht genau angeschaut. Dann können wir nämlich hier rüber. Und dann sollten wir hier... Ich weiß gar nicht, ob ich so weit darauf fahren muss. Es scheint es auch voll zu machen, wenn ich ihn nicht dran habe. Ja. Jetzt hatten wir 9000. Es hat da ein bisschen was drin. Kann ich jetzt da hochgehen? Das würde mich noch interessieren. Bei den anderen hat es eigentlich nicht funktioniert. Bei den anderen Karten. Aber hier, das ist ja, das ist doch mal was. Hey, hey, hey. Da ist aber mal die Kacke am Dampfen, ne? Puh. Hier kann ich reinschauen. Das gab es bei den anderen nicht. Da waren bloß irgendwelche blöden Leitern und ich bin irgendwie nicht hochgekommen. Vielleicht habe ich mich auch zu blöd angestellt. So. Jawohl, wir... Aha, wollen wir den gerade mitnehmen? Kann ich auch mit zum Feld nehmen. Jetzt, wenn er schon voll ist. Ah, ich lasse den noch da stehen, ist doch egal. Eins nach dem anderen. Wir müssen ja die Anhänger eh wieder irgendwo hinstellen. Sonst haben wir nachher das Theater, wo was steht. Das wollen wir auch nicht. So. Jetzt gehen wir mal den Häcksler noch helfen. Machen wir da noch ein bisschen Mais-Silage. Das kommt immer gut. Oh, das nächste Feld sieht auch gar nicht so schlecht aus. Es geht voran. Und vor allen Dingen, was jetzt cool ist, ich fahre hier mit 51 km/h. Das ist natürlich auch nicht so selbstverständlich gewesen in den letzten Folgen. Da haben wir nicht so schnelle Traktoren gehabt. Jetzt bin ich da rausgesprungen und weiß nicht mehr, wo ich bin. So, wir machen das Teil da ab und starten den Helfer. Jetzt den Traktor. Oh, kann ich jetzt den da überhaupt anmachen? Okay, geht schon. Hä? Jetzt, alles klar. Wir müssen erst funken. Er macht erst den hintersten voll. Konnte ich ja nicht wissen, ne? Okay, erst hinten, dann vorne. Verstanden. Dann fahre ich mal ein bisschen vor. Dann kannst du da hinten das voll machen. Jawohl. So, er muss umdrehen, wir wenden auch. Puh, so geht's natürlich ratzifatzi. Wuhu! So, wir werden noch, wir haben ja wieder was Schönes gekauft. Wir haben jetzt den Miststreuer, wir haben den noch nicht ausprobiert. Wir werden den in der nächsten Folge, werden wir den noch ausprobieren. Ich werde hier mit dem Häcksler mich noch arrangieren und werden da Mais-Silage machen. Ist gar nicht so einfach, da bloß 9 km/h zu fahren. Jetzt haben wir so einen schnellen Traktor und müssen so langsam fahren, ne? So, ich find's cool. Er haut uns da das Zeug voll. Das fliegt doch schön da an die Seite alles rein. Jawohl. Aber vorne vergisst er eigentlich fast die Hälfte da mit seinem Schneidwerk. Das habe ich besser gemacht, wenn ich selber fahre. Aber wir können halt nicht alles selber machen. Müssen natürlich auch mal ein Helferchen haben.
So, da haben wir die nächste Reihe weg. Ich denke, wir beenden hier das Video. Ich werde dann noch mit ihm... Wow, noch voll hinterm Baum. Ich werde dann noch mit ihm ein bisschen die Felder fertig machen. Das Mais fertig häckseln. Jawohl. Wir haben da noch ein riesiges Feld, was wir machen können. Dann können wir natürlich, ich hoffe, das Silo können wir diesmal füllen. 100%. Auf 100% füllen. Und werden dann nachher... ja, den Miststreuer füllen, damit wir den beim nächsten Mal testen können. Oder ich fülle den beim nächsten Mal. Das ist viel spannender, da könnt ihr sehen, wie schlecht ich das machen kann. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis bald.